Clemens Forell hat nach wochenlanger Wanderung am Fluss entlang wieder ein Zeltdorf erreicht und dort bei korjakischen Rentierzüchtern den Rest des Winters 1949/50 verbracht. Im Frühjahr, als das Eis des Flusses bricht und der Schnee verschwindet, sind eines Morgens plötzlich die Herden versammelt. Die Korjaken rüsten zum Aufbruch. Forell zieht mit ihnen und ihren Tieren weiter. Monat um Monat dauert der gemächliche Zug den Fluss abwärts und die Tagesstrecken sind kurz. So kurz, wie sie eben von den Rentieren bestimmt werden. Oft kommen sie tagelang nicht von der Stelle. Forell hat viel Zeit verloren und wenig erreicht. Der Mann, der über die Nomaden herrscht und den Forell seines europäischen Gesichtes wegen Zar nennt, spürt sehr wohl die Ungeduld seines Gastes. Aber noch immer, wenn Forell seine Karte ausgebreitet hat, um zu erklären, wie weit er bis jetzt etwa gekommen zu sein glaubt, hat der Zar alle Fragen mit einem Achselzucken abgetan. Du bist doch ein ganz vernünftiger Mann, Deutscher. Warum willst du aus Sibirien fliehen? Man kann von hier nicht fliehen, aber man kann hier sehr gut leben. Ein großes Land, ein reiches Land und gute Menschen. Ich gehöre doch nicht zu euch. Ich muss heim. Ich muss heim. Du könntest Jäger werden, das bringt viel Geld ein. Und ein Jäger muss nicht mit dem Winter ins Niederland gehen, wo sich überall die Russen breit machen. Hier sind keine Russen, keine Sowjets? Manchmal kommen sie und suchen im Boden nach irgendetwas. Dann gehen sie wieder. Du willst doch nicht zu denen. Ich denke nicht daran. Also. Aber ich kann dich verstehen. Du willst heim. Ich glaube, ich weiß etwas für dich. Ich habe dich lange genug beobachtet. Leute, die dich mitnehmen könnten. Wohin? Wohin die gehen, weiß niemand. Aber dass sie auch nicht mit den Sowjets zusammenkommen wollen, das steht fest. Die sind auch so, naja. Wo sind sie? Da, dort kommen sie. Hey, Anastas! Hierher! Hier auf! Schon Angst gehabt, wir würden uns verfehlen. Als ob ihr euch nicht auf mich verlassen könntet, Anastas. Wie? Wie sieht's aus? Pack das Fell aus, Deutscher. Deshalb war es so schwer. Schönes Stück. Amerikanisch. Amerikanischer Zwilling. Acht Dutzend 12er Schrotmunition. 8 16er und 36 Packungen Büchsenmunition.
Der Mann da ist ein Niemetz. Wollt ihr ihm weiterhelfen? Einem Deutschen? Geflohen. Wie weit will er? Ich will heim. Das möchten wir auch. Nein. Er hat Mallorca und geht gut. Mallorca wäre gut. Du könntest uns beim nächsten Mal auch Mallorca bringen. Wenn ihr ihn nehmt, den Deutschen. Ein vierter Mann, der was riskiert, ist nicht zu verachten, Anastas. Viel Glück, Deutscher. Und lass dich nicht erwischen. Ihr wollt doch im nächsten Jahr auch wieder mit mir tauschen, oder? Mitlaufen kannst du. Wann wir dich verlieren, ist Zufallssache. Du bist Deutscher. Wie schon gesagt. Halt's Maul und sei nicht frech. Ich habe im Bleibergwerk gearbeitet, bin weggelaufen. Das kann jeder. Uns imponierst du damit gar nicht. Ob ich euch gefalle oder nicht, ist mir völlig wurscht. Ich habe euch bisher nicht gebraucht. Brauche euch weiterhin nicht. Du nimmst das Maul aber voll. Ich hoffe, du schießt auch so gut. Sicher so gut wie ihr Banditen. Zurück! Eine Pistole hast du. Wie du siehst. Geladen. Soll ich deinen Schädel als Ziel nehmen? Lass das. Steck die Pistole an. Wenn ihr euch danach benehmt, ja. Gut. Du kannst bei uns bleiben. Einer wie du ist nicht schlecht zu gebrauchen. Thank you.
Reichlich mühsam. Kann man sagen. Dabei ist das Schlimmste schon gemacht. Bis wir den Eisboden freigelegt hatten und auf den goldhaltigen Sand gekommen waren. Aber siehst du, das da, das ist Gold. Ich hatte 20 Jahre und habe 3 davon im Gold gearbeitet. Dann bin ich geflohen. So gesund wie Semyon müsste man sein. Er ist zu 25 Jahren verurteilt worden. Wegen Raub. Von ihm war der Plan zur Flucht. Grigori hatte nur 18 Jahre. Diebstahl am Staatseigentum. Alles ist Staatseigentum und Grigori war Natschalnik, Aufseher. Konnte er noch besser stehlen. Er ist dumm. Aber er arbeitet von uns allen am besten. Und du? 20 Jahre, habe ich doch schon gesagt. Politisch. Wieso? Ich bin Mitglied der Partei gewesen. Aktiver Komsomolz. Die Ehe ist vom Staat geschützt, nicht wahr? Ja. Der Staat hat meine Ehe nicht geschützt. Also habe ich es selbst getan. Wieso? Ich habe meine Frau und ihren Liebhaber getötet. Was wollt ihr mit den Politischen? Die lassen sich zusammenschlagen und zertreten. Aber den Mut zum Ausbrechen bringt niemand auf. Ich habe gewartet, bis sie mir das Goldwaschen beigebracht hatten. Bergbau ist eine üble Sache. Seifenarbeit auch. Aber etwas für den kleinen Mann. Glaubst du, von den Politischen hätte auch nur einer den Mut gehabt, wegzulaufen? Anastas hat es gewagt. Und zu Grigori braucht man nur zu sagen, das machst du so, dann macht er es so. Wo war das mit dem Goldbergbau? Kolyma. Kein Begriff, was? Das ist die Hölle, wo man nicht gekocht, sondern erfroren wird. Wenn du schönartig bist, darfst du einmal zusehen, wie sie arbeiten. Ein paar Wochen zu Fuß und du bist beim nächsten Bergwerk. Kolyma. Nicht schön wird, kann ich dir sagen. Die Flucht gelingt ganz selten. Aber Selbstmorde gibt's viele. Wenn die erfrorenen Finger und Zehen abbrechen. Noch jemand? Mm-mm. Zeig mal, wo das war mit den Goldbergwerken. Sehr gern. Suchen kannst du lang, samt deiner Karte. Wir sind... Die Karte ist schlecht. Hier ist der Kolyma-Fluss. Und das ist das Kolyma-Gebirge. Wir sind ungefähr da. Von hier aus sind wir geflohen. Nachdem sind wir ziemlich nahe an der Gefahr. Wovon sollen wir leben? Wenn man schon das Goldwaschen gelernt hat, muss man nah an der Quelle bleiben. Woher kommst du? Krabdischniew. Nicht schlecht, wenn es so heißt. Im Herbst bin ich ein Jahr unterwegs. Ich muss weiter, wenn ich überhaupt heimkommen will. Heimkommen? Lass dich auslachen. Glaubst du, wir möchten nicht auch heim? Ich nicht. Wir werden nicht gefragt, ob wir heim wollen. Du auch nicht. Du Idiot. Wir bleiben, solange wir so leben haben, in der Taiga. Du auch. Von hier aus gibt es kein Heimkommen mehr. Wie heißt du übrigens? Piotr. Du lügst noch schlecht. Aber sei beruhigt, ich heiße ja auch nicht Anastas. Und die beiden heißen auch nicht Grigori und Semyon. Erinnere dich nie, wie du heißt.
Nicht einmal den Vaternamen dazu setzen. In der Taiga hat man für lange Namen gar keine Zeit. Bevor du Stepan Filipowitsch gesagt hast, hat der andere schon geschossen. Und niemand kümmert sich drum. Er hat nur getan, was vernünftig war. Ich habe gesehen, dass du die Pistole schnell hochbringst. Noch schneller, mein Sohn. Und wenn einer dich fragt, wie du heißt, dann schieß erst und dann sag Piotr. Auf die Reihenfolge kommt das an. Verstanden? Ja. Und jetzt wirf die Karte ins Feuer. Bist du wahnsinnig? Das ist Kinderspielzeug. Verdirbt den Charakter. Weg damit. Sibirien hat keine Tür. Und wir haben keinen Propusk, keine Papiere. Du sprichst ein ganz brauchbares Russisch. Aber jede alte Vettel wird dir beim dritten Wort auf den Kopf zu sagen, dass du Deutscher bist. Und wenn du 100-mal ein Russe wärst, du kommst in keine Stadt hinein und aus keiner heraus, ohne Propusk. Und der Ausweis darf nicht von vorgestern sein, sondern besser von morgen. Du kannst nirgends auf der Bahn fahren, ohne kontrolliert zu werden. Du findest eine Industriestadt, wo auf deiner Karte Grassteppe oder Taiga ist. Du läufst in der abgelegensten Gegend auf Leute, die gerade ein neues Bergwerk planen. Du findest Autostraßen, wo du nicht einmal Schneehasen vermutest. Es wird unaufhörlich geplant, gebaut, erforscht und kollektiviert. So ist das heute in der Sowjetunion, auch in der letzten Ecke Sibiriens. Das Ergebnis eines Tages erbärmlich wenig. Einen ganzen Sommer lang geplagt. Und wenn wir nun in 4 Teile teilen, was wir da in Gold gewaschen haben, ist keiner auf den Lohn eines ungelernten Arbeiters gekommen. Sklaverei in eigener Regie. Aber es ist Gold. Banknoten machen in der Taiga wäre noch schwieriger. Und Gold wird auch von solchen Leuten genommen, die uns für noch so echte Banknoten nichts verabreichen würden. Als höchstens eine Kugel zwischen die Rippen. Nichts mehr zu holen. Das Wasser spürt schon wieder während der Arbeit zu. Du weißt, was das heißt? Weiterziehen. Nach Deutschland. Was? Ja? Ja, wenn du so meinst, wollen wir uns an deine Richtung halten. Es gibt keine Richtung. Nur die Richtung, in der man leben kann. Wozu glaubst du, haben wir uns so gründlich mit Munition versorgt? Wir wollen das Rauf ausgehen. Viel einfacher. Oder schwieriger, wie man es nimmt. Wenn einer heute noch was mit der Pelztierjagd verdienen will, muss er es dort versuchen, wo vielleicht noch nie ein Schuss gefallen ist. Ist natürlich gefährlich. Kann leicht sein, dass die Blaufüchse unsere Knochen abnagen. Sind schon ganz andere Leute wie wir im Herbst losgezogen und im Frühjahr nicht zum Pelzaufkäufer gekommen. So geht's nicht mehr. Dann geht es eben nicht mehr so. Wir haben es ehrlich mit dir gemeint.
Er hat meine Karte verbrannt, weil ich bei euch keine Karte brauche. Jetzt lasst er mich allein, ohne Karte. Du behältst dein Gewehr und hast deine Pistole. Munition geben wir dir, so viel auf dich trifft. Wir sind ehrliche Leute. Auch davon bekommst du deinen Teil. Ein etwas kleineres Viertel, weil wir das Gewehr abrechnen müssen und die Munition. Wenn ich los sein wollte. Du verhungerst nicht mehr, wenn du eine Flinte hast. Eher könnte es sein, dass wir deinetwegen verhungern, weil du nicht schnell genug laufen kannst. Wir haben für dich jetzt genug getan. Falls wir morgen früh auseinanderkommen sollten, gute Reise. Als sie am nächsten Morgen losgehen, kann Forel das Tempo der drei anderen nicht lange halten. Er fällt zurück und bald verliert er sie aus den Augen. Aber ihre Spuren bleiben, weil kein Schnee fällt, lange sichtbar. Er verfolgt den Weg der drei Russen, bis er eines Tages auf Spuren im Schnee stößt, wo eine Rentierherde gegangen ist. Die Spur der Tiere ist für Forel die bessere Spur. Wo eine Herde ist, sind auch Menschen. Und die Rentierzüchter hat Forel in guter Erinnerung. Wieder da, Piotr. Anastas? Komm her. Was ist? Du kannst wieder bei uns bleiben. Vor uns geht eine starke Rennherde. Weiß ich. Das ist auch eine Kunst. Du hast gesagt, du kannst mit Rentieren umgehen. Man müsste 8 oder 10 Tiere aus der Herde sprengen. Absprengen ist nicht schwierig. Es fragt sich nur, wie sich die Hirsche verhalten. Bei der Herde sind 2 Männer. Wir sind mit dir 4 dagegen. Deshalb habt ihr mich wieder Gnaden aufgenommen. Wir brauchen Renns. Dann können wir größere Strecken schaffen. Vielleicht in Richtung Deutschland. Na gut.
Hirsche werden schon unruhig. Geh du geradeaus, Piotr. Sie brechen durch! Hey, hey, hey! Hey! Sie haben dich ja schön zusammengetrampelt. Ich versuchte sie aufzuhalten. Bist ein Idiot, Piotr, und bleibst einer. Die hätten dich zu breit treten können. Du hast doch gesagt, wir müssen Rentiere bekommen. Ein Idiot bist du trotzdem. So wie du das angefangen hast, jagt man höchstens Schneehasen. Aber 6 Tiere haben wir. Nicht schlecht. Vorsicht! Da bricht eins aus und will zur Herde! Hey! Alle daher! 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 Sie sind nicht zu halten! Wir müssen zu halten sein! Allmählich haben sie sich mit uns abgefunden, wenn auch ungern. Und die beiden Rippen, die sie dir abgedrückt haben? Du wirst ein guter Waldläufer, wenn du erst mal 6 bis 8 Jahre in Sibirien bist. Wenn einer nicht gleich in den ersten Wochen drauf geht, kann er in der vielen frischen Luft alt werden bei bester Gesundheit. Wenn nicht... Da! Leichtsinnig gewesen. 4 Männer mit 6 Rents geben ein schlechtes Bild. Wenn wir 600 hätten, würden wir nicht auffallen. Ich schätze, das sind Bodenschnüffler oder Landvermesser. Weiter. Bloß keine Unschlüssigkeit merken lassen. Jetzt kann nur noch Frechheit helfen. Diese Nacht bleiben, Genossen. Wenn ihr mit dem Boden vorlieb nehmt. Warm ist es hier bei uns. Woher kommt ihr denn? Wir sind auf der Jagd, wie du siehst. Wir wollten der Küste zu jagen und haben alle 3 Schlitten verloren. Wir haben nichts mehr außer den Rentieren und den Waffen. Setzt euch her, Genossen. Wir wollen euch nicht belästigen. Könnt ihr uns sagen, wo das nächste Magazin für Jäger ist? Keine Ahnung. Das weiß Genosse Lederer. Wer ist Genosse Lederer? Der kontrolliert uns. Heute ist Sonntag. Schöne Gewehre. Ein bisschen verwahrlost. Wer sind diese Leute? Jäger, Genosse Lederer. Sie haben ihre Rennschlitten eingebüßt. Aha. Na,
Dafür werden Sie sich zu verantworten haben. Ja, ihr habt also eure Nahten eingebüßt. Ja, das war so, Genosse Leder. Wie das war, interessiert mich nicht. Ihr werdet euch beim Leiter des Jägermagazins zu verantworten haben. Und die verlorenen Nahten werden vom Erlös abgezogen. Dummheit ist die am meisten verbreitete Art von Sabotage. Wir hatten unsere Nahten selbst gebaut. Unnütze Verschleuderung von Arbeitszeit. Wollt ihr noch ein halbes Jahr rumsitzen, ohne zu jagen? Ha! Lasst euch zwei neue Nahten geben. Die werden euch aufgerechnet. Wo werden wir? Macht das, wie ihr wollt. Aber ich ziehe euch zur Verantwortung, wenn ihr auch nur einen Tag noch länger hier in der Gegend rumtrödelt. Lasst euch das Nötige aus dem Magazin des Konzerns Dahlstreu geben. 30 Kilometer flussaufwärts. Genosse Deine, ich frage morgen Abend nach. Und wehe, wenn ihr dann noch hier seid. Wir brauchen auch Munition und Proviant. Ein Zelt. Und für den Notfall etwas Werkzeug, Äxte und Spaten. Wie viel Schuss Munition? 400 Schuss Schrot in zweierlei Kalibern. Und 150 Schuss Büchsenmunition. Gut. Eure Tiere haben alles abgeworfen, wie ich gesehen habe. Stempel. So. Hier ist euer Schein. Jetzt aber raus. Der Fahrer zeigt euch den Weg. Und bis morgen Abend seid ihr aus der Gegend hier verschwunden. Jawohl, genau, Kommandant. Ihn zu essen mit. Ich werde euch Eisen auf die Sohlen machen. Hier an die Unterkünften herumschnuffeln. Nur weil es Sonntag ist. Wer seid ihr? Das ist unwichtig. Hier ist der Schein, ausgeschrieben vom Genossenkommandant. Ich unterschreibe, während du die Sachen bereitlegen lässt. Eine Vierspännernatte, eine Zweispännige, Zelt, Schlafzeug, Munition. Das kann ich nicht hergeben. Bis zum Abend ist der Genosse Lederer wieder hier. Dann wirst du so schnell können, wie du noch nichts in deinem Leben gekonnt hast. Der Genosse Kommandant will doch erst in 4 Tagen zurück sein. Sag deinen Leuten, dass er schon heute Abend wieder hier sein wird. Ihr wollt doch wohl alles liegen und stehen lassen und euch einen guten Tag machen. Bloß weil es Sonntag ist. Ne? Постой, постой, я тебе помогу. Вот так надо, во, вот так, вот, во. Вот так. Все хорошо. Все в порядке. Danke. Эй! Hey, 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 hey. Hier, hier, hier.
Das war ein Tag, wie er den Anständigen nur einmal im ganzen Leben geschenkt wird und den Schlechten überhaupt nie. Dabei habt ihr von unserem Glück noch gar keine rechte Ahnung. Alles, was die vom Magazin uns gegeben haben, ist gebucht, damit wir haftbar gemacht werden können, wenn nach dem Winter etwas fehlt. Und da, auf unserem Schein, steht nochmal alles. Und alles auf unsere Namen. Anastas Iljitsch Groschenko. Semyon Jefimovic Soltanov. Grigori Vasiljevich Oblomov. Pyotr Jakubowitsch Forel. Stimmt nicht einer. Aber was wir da haben, unterschrieben vom Genossen Lederer, ist der beste Propusk. Nur müssen wir vier ständig zusammenbleiben. Peinlich wäre es für die Überlebenden, wenn zufällig einer von uns ums Leben käme. Das wäre für die Überlebenden beinahe noch peinlicher als für den Toten. Du denkst immer über Hintertüren, Semyon. Man muss auch über diesen Fall reden. Wir hätten an keinem besseren Mann kommen können. Diesem Genossen Lederer untersteht alles in diesem Distrikt. Alle Planung, jedes Projekt. Der Straßenbau und die Goldfelder, die Flussschifffahrt und die Jagd. Trotzdem werden wir so schnell wie möglich abziehen. Nach Westen? Naja, über den Fluss. Damit wir von den Menschen wegkommen. Wo sich die Jäger gegenseitig auf die Füße treten, ist die Gegend schon ausgeschossen. Der Sommer hat nicht viel eingebracht. Wir müssen uns in diesem Winter gesund machen. Dazu müssen wir in verschrienere Gegenden ziehen. Auf diese Weise sind in Sibirien schon mehr Menschen spurlos untergegangen als im Ozean. Trotzdem, was schwer zu erreichen ist, gibt mehr Fälle. Dann können wir im Frühjahr ein neues Leben anfangen. Mhm. Bär! Die Spur kann keiner Tag alt sein. Den lassen wir uns nicht entgehen. Kommt! Du bleibst bei den Tieren. Bei sowas komme ich immer als Erster dran. Die erste Nacht du, die zweite Nacht Semyon, die dritte ich, die vierte Grigori. Hey, hey, hey! Hey! Hey, hey, schon. Salat! 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 Wer ist gescheiter als wir? Wir geben's auf.
Der bewegt sich nicht mehr. Den hat's erwischt. Der Bär! Der Bär ist tot. Lass mich. Der hat dir eine ordentliche Runde gehauen. Wer? Ach so. Hast du zugestochen? Er ist tot. Wenn er tot ist, muss ich ja wohl zugestochen haben. Ich weiß nichts mehr. Wir müssen weiter, Leute. Das wissen wir auch. Richtung! Einfach weiter! Ein Kompass! Weißt du denn, wo wir sind? Wenn ich das wüsste, brauchte ich deinen Kompass nicht! Du hast die Karte verbrannt! Heul nicht nach deiner Karte! Hier nützt doch keine Karte, was? Immer wenn du was falsch gemacht hast, sind wir dran schuld! Was flirst du an den Deutschen hin? Du schreist in letzter Zeit überhaupt so viel! Du hast den Winterkoller an als das! Gibt es! Ich habe nur begriffen, dass wir zwar viel Strecke gemacht, uns selber aber verspielt haben. Es hat schon seine Gründe, wenn die Gegend hier nicht erforscht ist. Hergekommen sind schon viele. Zurück kommt niemand. Wir auch nicht. Wir müssen längst März haben. Aber der Schnee liegt hier oben so hoch, dass die Tiere in kein Moos kommen. Wild geht's auch nicht in der Höhe. Ein paar Tage noch. Dann ist's aus. Das waren die entsetzlichsten 8 Tage meines Lebens. Werf lieber Holz aufs Feuer, damit wir warm haben. Werden wir bald überall haben. Der Winter ist um. Der Winter ist um. Die Tiere sind so ausgemergelt, dass sie die Nachten kaum noch ziehen können. Und wir sind Gespenster geworden. Der Sturm hat aufgehört. Aber schaut Semjon an. Jeden von uns hat's erwischt. Aber wir sind reiche Leute, wenn wir die Felle verkauft haben. Wenn wir sie verkauft haben. Wir müssen weiter. Wenn unten das Eis aufbricht, bevor wir in eine erträgliche Gegend kommen, müssen wir alles zurücklassen. Und die ganze Schinderei war umsonst. Kommt, wir müssen endlich weitergehen. Aber die Tiere brauchen noch Erholung. Und wir sind noch müder als die Rens. Später dürfen wir müde sein. Später. Also los. Wollen's versuchen. Geht nicht. Na du, was ist denn? Jetzt wird's auch für euch leichter. Na komm, steh auf. Die steht nicht mehr auf, nie mehr. Mach du's, du hast die Pistole.
Nein. Los. Los. Grigori und Piotr, ihr nehmt den kleinen Schlitten und das einzelne Rennen. Die Fracht laden wir von der kleinen Nadel auf die große um. Semyon und ich fahren mit der großen langsam voraus. Haltet euch immer an unsere Spur. Wir warten am Abend, bis ihr nachkommt. Nur Grigori und der Deutsche so lange bleiben. Das Fleisch bekommt keinen Geschmack. Nachsalzen. Das war der Rest von meinem Salz. Grigori hat in seinem Packsack auch immer Salz. Dann gib ihn her. Der würde uns erschlagen, wenn er das wüsste. Was denn? Was das ist, möchte ich auch gern wissen. Komm her! Mach auf! Geht nicht. Zugenäht. Wenn ich die Naht aufmache, weiß Grigori, dass wir geschnüffelt haben. Vorsicht, komm! Ihr habt's leicht. Ihr habt's noch leichter. Ihr könnt euch sofort zum Essen hinsetzen. Wer war da dran? Ach ja, wir haben Salz gesucht. Hast aber keins. Einen Dreck hast du. Er gibt euch das Recht, meine Sachen zu durchwühlen. Na, na, so ein Verbrechen ist das auch wieder nicht. Ich will das nicht. Ich habe kein Salz. Ich habe nichts, was euch interessieren könnte. Gemeinheit. Na komm, schwanz nicht die Ohren voll. Kann man mit dir ein vernünftiges Wort reden? Wir haben keine Geheimnisse. Ich nicht. Du. Semyon hat deinen Goldklumpen gefunden. Was hältst du von einer Teilung? Wie habt ihr euch denn das gedacht? Teilen. Hinterrücks erschießen. Ausplündern und allein ohne alles im Schnee stehen lassen. Wer muss auf mich schießen, du oder Semyon? Das versteht ihr doch unter Teilen. Ich habe nur Teilen gesagt, um etwas Schlimmeres zu vermeiden. Man kann so ein Stück gar nicht teilen, selbst wenn man will. Ich habe Angst vor Semyon. Sei vernünftig, Grigori. Sag wenigstens, dass wir später teilen wollen. Nein, ich kaufe mir davon einen Popus für ein neues Leben. Für drei reicht es nicht. Dein Leben jedenfalls wird es nicht sein. Semyon ist der Ansicht, dass es nur für das Seine reichen soll. Dann bin ich überflüssig. Dann bist du überflüssig. Von dem Deutschen gar nicht zu reden. Der Deutsche! Der Deutsche und Semyon! Hau ihn! Gut, gut. Wir haben deinen Packsack dabei. Mit dem Goldklumpen. Mit dem Goldklumpen. Mit dem Goldklumpen. Mein Gold! Mein Gold! Mein Gold! Na, Piotr? Glaubst du, dass wir schon 20 Verst von denen entfernt sind? Wie sollen die uns dann wiederfinden? Die sollen uns nie mehr wiederfinden. Was meinst du, warum ich dem fünften Ren die Gurgel durchgeschnitten habe? Bist du wahnsinnig geworden? Komm, lass mich absteigen. Hey! Willst lieber zu den anderen, hä? Wahrscheinlich bildest du dir auch noch ein, ich werde mit dir teilen. Teilen? Was denn? Ich teile gar nichts. Grigori hat auch nicht teilen wollen. Ich habe Grigoris Packsack dort hinten auf dem Schlitten.
Er hat dich vom Schlitten gejagt, sagst du? Er meint, er hat das Gold. Was er von Gold redest? Er meint, er hat das Gold, weil er meinen Packsack hat. Hör auf zu lachen! Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Der Schweinehund hat uns vernarrt, unser Rentier, unsere Felle. Er weiß, dass wir nicht sehr weit sind. Er wird uns finden. Wir müssen in eine ganz andere Richtung gehen. Einen Weg suchen, auf dem er uns nicht überraschen kann. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Er wird ohne Überlegung sofort schießen. Bist du wahnsinnig? Die Flamme wird so hoch. Es ist doch schon hell. Ich halte die Kälte nicht mehr aus. Seid ihr also verrückt geworden? Splitter. Semyons erster Schuss. Mach dich nicht lächerlich. Komm. Hilf mir lieber. Du bist ein Schwein, Grigori. Anastas? Anastas? Wir wollen nicht drum streiten, Piotr. Das gehört natürlich alles mir. Der war anständig, was uns betrifft. Im Übrigen war er ein Narr. Die Komsomolzen würden ihm einen roten Stern aufs Grab setzen, wenn sie wüssten, wo er liegt. Was ist denn? Ach so. Zeig her. Yeah.
Tut weh, was? Aber die Fellhaare müssen aus der Wunde raus. Danke, Grigori. Gib her. Was denn? Deinen Packsack. Brauchst du etwas? Ja, damit zwischen uns kein Irrtum aufkommt. Dieses Ding hier war nie dein Eigentum. Ja, das kommt drauf an. Wenn es in meinem Packsack war, lass mal sehen. Warum glaubst du, liegt Semyon erschossen da unten? Und warum glaubst du, haben wir jede Nacht Wache stehen müssen? Anastas hat es gewusst. Der ist tot. Semyon hat es gewusst, er ist auch tot. Die Bezahlung im Goldbergwerk war schlecht. Wir haben Prügel und Fußtritte bekommen und zu essen halb verfaulten Fisch. Anastas und Semyon haben oft gesagt, wir hauen ab. Komm mit uns, du Feigling. Aber ich hatte Angst vor dem Leben danach. Und dann habe ich den Prämienfisch gefunden. Lass mich sehen. Aber nur anschauen. Wenn dir der Appetit auf mehr kommt als anschauen, drücke ich ab. Sicherheitshalber. Solche Brocken Gold gibt es? Es gibt noch größere. Der da wird ungefähr 1200 Gramm haben. Und das ist ein Vermögen. Bei euch in Sibirien, nicht? Ich weiß, was du jetzt denkst. Solltest du etwa in Versuchung kommen, das zu tun, was du jetzt denkst, hättest du nur noch wenig Aussicht, nach Deutschland zu kommen. Machen wir es lieber so. Du gibst mir auch dein Gold in Verwahrung. Nein! Wir könnten unterwegs auseinanderkommen. Dann hättest du alles und ich nichts. Du bist der Meinung, dass du der sein sollte, der alles hat, und ich der andere, der nichts hat. Ich will nicht länger hier. Gehen wir eben. Wollen wir nicht lieber unsere Flinten entladen? Vernünftiger Vorschlag. Die Munition. Von mir aus. Gib sie her. Los! Grauenhaft. Ständig dein Misstrauen zu spüren. Es ist auch nicht schön, jede Nacht ohne Schlaf da zu liegen. Weil es sein könnte, dass dir einfällt, mir, wenn ich schlafe, die Kehle zuzudrücken. Weil du das Gold willst. So viel Gold. Die Pistole, falls du sie gesucht haben solltest, habe ich
ich vorsichtshalber an mich genommen. Könnte sonst sein, dass ich abstürze. Im anderen Fall aber? Es ist besser so. Hast du noch Lauf? Du wolltest mich umbringen. Das tue ich nur, wenn du versuchst, hier aufzukommen. Habt ihr dir nichts getan? Hab doch alles mit dir geteilt. Du willst doch nicht, dass ich hier zugrunde gehe. Natürlich will ich das. Wenn ich es nicht getan hätte, hättest du es irgendwann getan. Du willst doch das Gold. Ich wollte nur heim. Was? Heim will ich. Das habe ich dir geschossen, damit du nicht verhungerst. Du sollst nicht verhungern. Du bist ja anständig gewesen. Zum Schluss nicht mehr. Da hast du nur noch dran gedacht, wie du mich umbringen könntest. Aber verhungern sollst du deswegen nicht. Wenn du je wieder aufstehen kannst, sieh zu, dass du irgendwo unterkommst. Nach Deutschland wärst du sowieso nie gekommen. Russland ist schöner und die Menschen bei uns sind gut. Du willst es nur nicht glauben.